Hallo und herzlich willkommen zurück bei Schloss Klackmar. Ich habe mich ein bisschen umgezogen. Das, was ich im Gesicht trage, lass mal einmal zeigen. Das ist die Meerjungfrauenmaske. Ich trage jetzt das Ensemble von Songos Meisterschelm Outfit. Und wir sind hier, weil hier ist ein berüchtigter Gegner. Den wollen wir uns natürlich schnappen. Silvanus Selvin. Silvanus Selvin wurde zwar in ein privilegiertes Leben geboren, aber zu spät, um etwas davon zu erben. Er war bekannt für seinen kostspieligen und extravaganten Lebensstil. Es heißt, er hätte alles dafür getan, den guten Ruf seiner angesehenen Familie zu zerstören. Silvanus war derjenige, der Rockwood den Kontakt zu einflussreichen Leuten ermöglichte. Und ich habe hier auch nochmal wegen den Flohflammen geguckt, in meinem Steam. Tatsache haben wir doch das letzte Mal alle gefunden. Die Errungenschaft, die habe ich bekommen. Das habe ich wohl im Spiel nur leider nicht mehr richtig mitbekommen. Aber ist alles kein Problem. Immer muss ich mal irgendwie anschleichen. Nee, das ist falsch. Da musst du hin. Da hinten hin. Ich will mich anschleichen. Können wir da nicht hoch? Doch, können wir. Können wir hier mal Petrificus Totalus mal bei dem anwenden? Wo ist er denn jetzt? Hier. Sehr schön. Hat geklappt. Ob hier noch irgendjemand ist. Da hinten schleicht auch noch einer. Aber das war bestimmt trotzdem ganz interessant für euch, mal so die Karte zu sehen, denke ich mir mal. Oh, oh. Der soll da hinten hingucken. Hier, da sollst du hingucken. Da hinten hin. Und jetzt machen wir den berüchtigten Gegner und machen alle anderen hier am besten auf. Damit die uns nicht im Weg sind und wir uns mal hier in Ruhe umgucken können. Ja, sammeln. Warum geht das nicht? Achso, mega Powertränke schon wieder. Ja, das ist aber schlecht. Naja, eigentlich ganz gut, ne? Dass wir genug dabei haben. Mal schauen. Hier sind doch bestimmt auch ganz viele böse Leute, ne? Da hinten. Da ist ganz viel Loot, wie schön. Wollen wir erstmal noch hier rumschleichen, ob hier vielleicht noch was ist. Das war der Trank, den können wir nicht mitnehmen. Hier vielleicht irgendwie versteckt. Hier, da ist doch was. Da ist doch schon mal eine Truhe. Dann nehmen wir das doch schon mal. Nicht identifizierter Gegenstand für den Kopf. Oh, schade. Leider nur in Blau. Dann ist doch hier auf der anderen Seite bestimmt auch was. Dann wollen wir mal schauen. Ach, und als Quest habe ich mir jetzt ausgesucht. Ist das hier drin? Nee. Finde Henriettas Versteck. Das müssen wir natürlich noch untersuchen. Na klar. Und danach machen wir aber die Hauptquest weiter. Ich muss noch mal schauen, das mit Nati, war das die Hauptquest oder nicht? Bin mir da gerade nicht ganz so sicher. So, geh mal dahin. Da hinten, dahin. Da hinten hin. Na, noch ein Stückchen. Den hier sollst du machen, Mensch. Ja, natürlich hat er uns jetzt gesehen. Das war jetzt aber auch ein bisschen ungünstig, ne? Weil ich den hier noch anvisiert hatte. So, ein Mist aber auch. So, den haben wir aber. Sammeln. Sammeln geht schon wieder nicht. Da hat uns irgendjemand anders gesehen. Los, schnell um die Ecke. Was ist hier eigentlich? Komm ich hier raus? Wie jetzt? Ich kann nicht ausweichen? Das war aber knapp, wa? Ah, hier kommen wir raus. Raus. Ach, komplett raus. Ach, von da hätte man sich anschleichen können. Ja, dann geh du da doch bitte mal weg, ey. Lass mich mal wieder rein. Cool, was ihr könnt, das kann ich auch. So, mal schauen. Wo sind denn hier noch Gegner? Hier irgendwo in der Nähe? Nein. Das war ein Trank, ne? Okay. So, dann können wir aber hier erstmal looten. Schön die Sachen einsammeln. Was haben wir denn? Setze eine Alraune gegen einen Gegner ein. Achso, ja, das ist kein Problem. Haben wir hier dabei. Hier ist auch noch ein bisschen Geld. Wo ist er denn? Hier. Ah, das ist ja gar keine Alraune gewesen. Moment. Das ist eine Alraune. So, das haben wir schon mal. Verlangsame einen Panzer der Aschhunderin, nachdem er seinen Blitzzauber entfesselt hat. Hä? Kein Plan, was damit gemeint ist. Dann lassen wir das halt mit dem anderen, mit der anderen Duellleistung. Da wollen wir mal aber erstmal hier schauen. Da vorne, da rennt schon wieder einer. Bloß mal eben hier schnell ins Versteck. Oh, cool, genau. Hier ist auch die Truhe. Dann nehmen wir die doch gleich mit. 54. 54 Galeonen. Hat das jetzt gezählt? Nee, hat natürlich nicht gezählt, ne? Und jetzt hat er uns gesehen, weil wir hier stehen geblieben sind. Na super, ey. Nicht der beste Ort, so ganz ohne Begleitung. Nee, aber das schaffen wir. Und weg. Das war aber knapp. Da ist er ja schon. Nee, der hier. Und kaputt. Ernsthaft? Schon kaputt? Und weg. Nee, da ist ja noch einer. Wo denn? Wo ist er denn?
Oder sie. Oder es. Da sind sie doch. Nee, so schon mal nicht, ey. Was war das denn jetzt? Das war irgendwie falsch. Moment, wir machen das mit... Wie wär's denn mal mit der hier? Aua. Halt. Einmal zur Seite. Einsammeln geht mal wieder nicht. Achso, doch, wir können ja einen trinken. So, dann können wir den auch einsammeln. Sehr schön. Ist da noch irgendwo einer? Da ist noch irgendwo einer. Wo denn? Da hinten, ganz versteckt. Zack. Daneben war. Ausweichen, ausweichen. So, jetzt haben wir dich aber. Und weg. Schön, schön. Über das Einsammeln komme ich rein. Nee? Oh, ich möchte da aber gerne rein. Wie gemein, ey. Nee? Moment. Das ist wahrscheinlich nur das Feuer dann. Nee, hier auch nicht. Schade. Aber hier gibt es noch Sachen. Wo denn? Irgendwo muss hier noch einer sein. Triff eine Waldläuferin mit Schuboa. Okay, können wir ja gleich mal ausprobieren. Mal schauen. Nee, wieder ein Trank, okay. Hier. Hier ist eine Truhe und hier ist noch mehr Geld. Du kannst keine Mega-Power-Tränke mehr tragen. Warum denn nicht? Explosiv 2. Oh, schön. Eine neue Verbesserung für meine Ausrüstung bekommen. So, das war's hier aber soweit, oder? Oh, hier ist noch... Oh, legendär. Outfit. Aber nicht identifiziert. Wo denn? Ach, da oben. Okay. Halt, Moment. Von hinten anschleichen hier. Und zack. Cool. Okay, hat geklappt. Nee, wenn du unsichtbar bist, dann sieht man das ja auch nicht. Sich. So, dann wollen wir die Truhe hier noch mitnehmen. Und das war's dann hier soweit, ne? Das war's. Aha, da kann man irgendwas mit den Glocken machen. Nee. Okay, dann müssen wir irgendwo so eine Musik finden, die passt. Die müsste dann ja hier wahrscheinlich irgendwo eingemalt sein, oder? Oder wir kriegen wieder so eine komische Schatzkarte und dann müssen wir hier hin und das in der richtigen Reihenfolge machen. Da ist doch was drauf. Nee, das ist irgendwie ein anderes Zeichen. Okay. Das bekommen wir wahrscheinlich später. Können wir da hin? Können wir da hinfliegen? Oh ja, Tatsache. Einfach mal hier rüber flattern. Können wir hier denn absteigen? Oh ja. So, ist hier irgendwo was mit Musik? Musik! Ich brauche Noten. Seht ihr irgendwo Noten aufgemalt? Ich nicht. Und was zum Einsammeln ist hier auch nicht. Das ist ja seltsam. Vielleicht hier oben irgendwo. Nee? Nee. Schade. Können wir hier durchs Tor? Nee. Lass mich raten, das ist nur dafür da, dass sich die ganze Tore öffnet. Aber wir können ja hier sowieso rein. Das ist ja komisch. Das müssen wir uns merken. Hier ist ein Glockenspielrätsel. Glockenspielrätsel. Dann würde ich mal sagen, gehen wir jetzt raus und finden das Versteck von Henrietta. Ist das denn richtig in der Richtung? Ja, hier ist es. Ah, hier sind Ballons. Hier ist auch bestimmt noch einer versteckt, oder? Hier? Nee? Nee. Aber dann nehmen wir die Flohfliegen mit. Das ist so geil, dass man das auf Besen einsammeln kann, ey. Okay, dann ist das hier wahrscheinlich der erste. Sehr schön. Eins. Und da ist der nächste. Nummer zwei. Hier geht's weiter. Schön. Oh, unsere Besenprüfung haben wir ja auch noch, die letzte, ne? So, wo ist denn jetzt der letzte? Irgendeiner fehlt doch noch. Da ist er doch. Das wird, glaube ich, nichts, oder? Ah, doch, so gerade eben. Wie cool. Und was haben wir hier? Hier ist doch schön. Oh, Gegner. Gegner! Ach so, ich habe noch den ganz falschen Zauber. Wie wär's denn mal hier mit Bombarda? Haben wir schon lange nicht mehr benutzt.
So, dann einmal ausweichen und einmal draufhauen hier und den hier auch noch. Uah. Ausweichen. Ach, das geht. Dann haben wir den schon mal weg. Sehr schön. Also gut, hör doch mal auf zu kuscheln. Kuscheln kommt später. Machen wir mal ein bisschen von ihm weg am besten. So, jetzt. Geh doch kaputt, ey. Die wollen alle mit zu mir, ne? Ich würde euch ja auch eventuell mitnehmen. Aber ich habe Angst, dass ihr meine Zauberwesen, Tierwesen, magischen Tierwesen angreift. So rum war das. Aufweichen und kaputt. Noch nicht ganz? Doch, jetzt. So, sehr schön. Wenn man alles einsammelt, was es hier so gibt. Oh, Blutegelsaft noch. Ah, und Zungen. Bäh. Hoffentlich sind die gut verpackt in meiner Tasche, in meinem Rucksack oder was auch immer ich dabei habe. Das war's. Das war's hier. Okay, dann müssen wir hier weiter. Hier geht's lang. Wow, ein riesiges Skelett. Ist hier noch was? Nee? Nee. Reparo, und dann kommt da voll das krasse Monstervieh bei raus, ey. Ist hier noch irgendwie was? Ah, oh, wie süß. Kniesel. Die Strecke sieht recht leer aus. Hoffentlich ist alles in Ordnung. Die Strecke sieht leer aus? Wie? Die Strecke sieht leer aus. Moment, Moment. Das war's. Was denn für eine Strecke? Hier? Ach, hier ist das Besenrennen mit dem Melder. Okay, cool. Das würde ich mal sagen, machen wir dann danach noch, wa? Wenn noch Zeit ist. Mal schauen. Wie cool. Oh, und was ist das da drüben? Das möchte ich mir auch noch anschauen. Das muss sein, wo Miss Erschwinderin. Ich sollte einen Weg um sie herumfinden. Nee. Oder hindurch. Dann ist ein Trinity. Es ist anstrengend, den ganzen Tag rum. Boah, so viel Text, ey. Sammeln wir das hier erstmal ein. Aber wieso denn drumherum? Kämpfen, kämpfen, kämpfen. Auf geht's, ey. Zerteile eine Aschwinder und du landest bei der Wirkung von Reducto? Wie denn zerteilen? Wie soll das denn gehen, ey? So, den haben wir gleich. Die sind ja Gott sei Dank nicht ganz so schwer. Bams, ausweichen, draufhauen. Und mal schauen, ob die hier irgendwie Loot haben. Und ausweichen. Ja, wissen wir ja. Mir fällt der Name nur gerade nicht ein. Wo sind sie denn alle? Den hier will ich weg haben. Lanten muss weg. Bombarde haben wir immer noch. Wie wär's denn, wenn wir auch mal die Pulse ausprobieren? Oh oh, der ist aber ganz schön nah an uns dran. Schnell ausweichen. Das war knapp. Jetzt haben wir dich. Und dich haben wir auch. Sehr schön. So, das war ein Powertrank, okay? Das sammeln wir noch ein und das auch. Sehr schön, sehr schön. Das war's dann hier erstmal. Okay. Nur mal schauen, was ist denn das hier für eine Prüfung überhaupt? Aha, wieder Sachen kaputt machen. Wo ist es denn? Ich habe doch irgendwo gerade was Blaues gesehen. Da ist es doch. Und da ist der nächste und da ist noch einer und da hinten ist auch noch einer. Kannst du da nicht rüber? Hier ist auch noch einer. Hier? Ach so. Machen wir das von hier aus. Kein Problem. Und den auch noch. Sollen wir am besten einmal rumlaufen. Dann können wir gleich gucken, ob hier irgendwo noch was Schönes zum Einsammeln ist. Da war schon wieder irgendein Gegner, ne? Hä? Da wäre Merlin persönlich stolz. Wir sind im Kampf und haben das Rätsel gelöst. Sehr schön. Wie cool. Ein neuer Pavillon. Der passt aber auch wirklich gut hin ins Bild. Schön. Mit den ganzen Blümchen da, direkt an der Küste. Schick, schick. Die Frage ist nur, wo war denn jetzt der eine Gegner? Mal schauen. Hier irgendwo bestimmt, ne? Mal ganz vorsichtig gucken. Wie kommt man da denn hin? Von der Seite irgendwie reinkrabbeln? Ne, die ist irgendwie versteckt. Okay. Wie wär's denn mit dem hier? Guck mal, dagegen hauen irgendwie. Hier so hin und dann Bombarda draufhauen. Bats! Ups!
Ja, nicht so schlimm. Nee, halt, das ist falsch. Das muss dahin. So, dann können wir uns auf jeden Fall die Truhe jetzt holen. Sehr schön. Oh, nicht identifizierter Gegenstand. Outfit. Legendär für den Rücken. So, erstmal was trinken. War ganz schön anstrengend. Lecker Butterbier. Hier geht's weiter. Hier? Hier ist richtig. Hier, was ist das denn da? Ach so, für die Nacht. Wie schön. Okay, dann geht's unten weiter. Dann würde ich sagen, machen wir mal die Nacht an. Wir machen mal die Nacht an. Warten. Dann können wir das auch gleich noch machen. Kenne, war er bestimmt schon mal hier. Hier? Na, ich weiß nicht so recht. Wenn da so böse Gegner waren, bestimmt nicht. So, nutzen. Dann wollen wir mal schauen. Oh, das sieht aber kompliziert aus. Das sieht kompliziert aus. So? Ach, ist schon fertig. Schütze! War ja gar nicht so kompliziert. Cool. Dann wollen wir uns mal weiter umschauen. Herausforderung abgeschlossen. Okay, cool. Die Frage ist nur, wo müssen wir lang? Hier wahrscheinlich irgendwie, ne? Hier so? Ist das richtig? Wir müssen jetzt den versteckten Eingang finden, wa? Moment. Die nehmen wir mit. Und dann schauen wir mal hier. Dass ich hier nie eingesperrt war. Nee. Wollen wir auch nicht. Aber das scheint falsch zu sein hier. Wo könnte denn der Eingang sein? Das muss ja hier irgendwo sein, ne? Schloss muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Aber wo? Wo ist denn hier der Eingang? Hier an der Seite vielleicht. Nee. Aha. Da lacht noch was rum. Das ist ja jetzt seltsam. Betritt Henriettas Versteck. Ja, würde ich ja gerne. Oh, wie schön. Wo wird mir das denn angezeigt? Da. Da wird mir das angezeigt. Hier. Hä? Hier irgendwo durch? Nee. Da schon mal nicht. Okay, dann nicht. Hier entlang? Vielleicht. Mal schauen. Hier ist der Eingang. Scheint der richtige Ort zu sein. Ja, hier ist richtig. Hier ist richtig, aber bevor wir da reingehen, schauen wir doch einmal schnell noch in die Herausforderung. Was haben wir denn bekommen? Erkundung. 3 Ballonsätze brauchen wir noch. Sind das dann die letzten komplett? Okay, hier ist was Neues. Betrachte 5 einzigartige Astronomie-Altär-Sternbilder. Okay, Ensemble des Sternensehers. Wie viele fehlen uns noch? Nochmal 5. Ach, mehr sind das gar nicht im Spiel. Schade. Okay, 8 Talente. Nee, Moment, Talente, genau. 2 Punkte, das muss ich mir später nochmal angucken, welche ich nehme. Sammlungen haben wir ganz viel Zeug bekommen. Eigenschaften. Hier. Explosiv 2, deutlich erhöhter Schaden mit Bombarda. Das gefällt mir doch. Moment, war dann noch eine Eigenschaft. Wo denn? Muss ich mal gucken. Ach, hier drüben. Hier. Fokus der alten Magie 2. Deutlich erhöhte Füllrate der alten Magieanzeige. Oh, das ist sehr gut. Das ist schön. Gegner, denen du begegnet bist. Wo haben wir sie denn? 2? Dunstan Trinity, ja. Dunstan ist ein geschickter Taschendieb, der die Kunst des Stehlens stets genoss. Genau genommen war das Dasein als diebische Elster der Grund, weshalb er keinerlei Freunde in Hogwarts hatte. Oh, der hatte bestimmt einen Niffler als Haustier. Und dann haben wir, genau, Silvanus Selvin, das hatte ich ja vorgelesen. Und dann hatten wir noch die eine Frau. Oder nicht? Nee? Oder war ich da jetzt schon wieder aus Versehen drüber? War die das? Nee, das war eine andere. Iona Morgan. Haggerty. Also der war das. Dann war das andere Dunstan. Okay. Habe ich vorher nicht richtig gelesen. Hä? Gegner, den du begegnet bist. Da ist noch eine. Ach so, hier oben ganz. Die sieht ja aus. Steinrückensumpfkrattler. Wenn das Maul offen ist, kann Livioso auf die fleischige Zunge angewandt werden, um es in die Luft zu schleudern. Wie bei den anderen auch. Okay. Und Erscheinungsbilder haben wir noch was dazu bekommen. Wo ist es? Hier ist es.
Ensemble des Sternsehers. Ein Ensemble in Himmelblau für den Meisterastronomen. Du erhältst es, indem du Astronomie-Altäre findest. Schick, schick. Schick, schick. Ausrüstung. Ich gehe mal stark davon aus, dass da nichts Besseres dabei sein kann. Nee, leider nicht. Haben wir denn noch Platz, wenn wir da jetzt reingehen? Ja, ein bisschen haben wir noch. Okay. Gut. Dann wollen wir da mal rein. Henry hat das Versteck. Betreten. Und dann mal los. Da bin ich mal gespannt, was wir jetzt für Schätze finden. Alle Taschenplätze voll. Müssen wir wieder irgendwas. Die Sängerinnen haben Rococo nichts angetan. Kaputt machen. Wo in Merlins Namen bin ich? Revelio. Ja, da ist was versteckt. Ja, geschafft. Da haben wir schon den ersten bekommen, ey. Und jetzt? Nee? Jetzt ist der von der Magie wahrscheinlich beseelt, oder? Und jetzt müssen wir den hier draufstellen. Nee? Nee. Revelio. Geht ja schon gut los. Ach so, der andere fehlt noch. Da wollen wir uns den gleich mal herholen. Ja, dann mal her damit. Ach so, hier, der ist das mit Feuer. Moment, dann muss der hier wieder zurück. Dann war das ja doch richtig. So, der hier drauf. Ja, du musst da nicht unbedingt drauf. Du musst ihn dann nur runterholen. So, und den brauchen wir dann... Den brauchen wir dann hier. Hier so hin. Ach, aktivieren muss ich den auch noch. So, Feuer. Richtig. Oh, halt, da ist noch was. Eins. Ja, mehr Schätze und mehr Gegner vor allen Dingen. Damit hätte ich rechnen müssen. Ja, das stimmt. Boah, ist hier viel zu tun, ey. Da bin ich ja mal gespannt. Ich bezahlen kann, den. Diese Münzen müssen von Miss Coffee Sniffler stammen. Haha, ja, vom Sniffler, cool. Setze eine Alraune gegen einen Gegner ein. Alraune? Da hast du deine Alraune. Wie cool. Und Batz. Und weg. Weg, habe ich gesagt. Weg, 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 weg. Schön, haben wir schon mal das Schild durchbrochen. Nee. Komm mal runter da, ey. So schon mal nicht. Gut, das war Glück, ey. So, da war doch aber noch einer. Hier. Aschwinder Speer. Und da ist er noch einer. Hier war noch einer, ne? Hier, da ist er doch. Und tschüss. Hui. So, wollen wir mal gucken. Hier noch. Und das auch noch. Und das auch noch. So, haben wir jetzt hier alles? Können wir wieder nicht einsammeln. Okay. Bitte? Ich wollte gerade sagen, das muss doch gehen. So, das hier und... Ach so, damit man da drüben hin kann. Moment. Ich bin ja hier noch gar nicht fertig. Ich muss ja mich hier erstmal noch umgucken. Wie cool das auch gemacht ist. Und zwar... Hier wollte ich zuerst mal schauen. Hier können wir noch nicht rein. Nee. Hier halte ich lieber die Augen offen. Hä? Hä? Können wir das mitnehmen? Aha, können wir mitnehmen. Oh. Was zum... Bitte? Was war das denn jetzt? Und was haben wir hier? Ein geheimes Versteckbar. Boah, das sieht ja aus, ey. Hier ist aber nichts. Nee. Hab ich mich erschrocken. Aha, dass man einmal im Kreis geht? Nee, hier. Hm, das muss doch irgendwas bedeuten, oder nicht? Revelio. Revelio findet aber nichts. Nee, das ist einfach nur, hier ist der Kerker, oder wie? Hä?
Komm ich hier raus? Nee. Das ist ja seltsam jetzt. Okay, ja, dann müssen wir hier wieder hin. Nee, das ist einfach nur raus. Aber wir müssen hier vorsichtig hier so rüber. Ach, jetzt weiß ich, was man... Ah, jetzt habe ich es, geschnallt. Den müssen wir mitnehmen, damit das aktiviert wird. Und damit wir dann da vorbeilaufen können. So, jetzt. Und wenn wir das nämlich da drauflegen, dann wird das weggeschlurft und wir können schneller durch. Ah, wie cool. Was für ein geiles Rätsel. So, dann nehmen wir alles mit hier. Zack, zack, zack. Alles meins. Das dürfen wir alles behalten. Sehr schön. Cool. Und das hier machen wir kaputt. So, und jetzt können wir hier die Tür öffnen. Schön. Cool. Sowas mag ich. Sowas mag ich gerne. Sehr gerne. So, dann wollen wir mal schauen. Dann müssen wir da bestimmt lang. Deswegen gehen wir erstmal hier drüben hin. Hier ist nämlich noch ein versteckter Raum höchstwahrscheinlich. Oder mal rein da. Einmal gucken. Noch mehr Rätsel oder irgendwas versteckt? Wohl eher irgendwas versteckt, ne? So, hier muss irgendwas drauf. Der hier, der muss da drauf. Ist hier sonst noch was? Das ist im Nebenraum wieder, ne? So, erstmal kaputt machen, damit ich mich hier umschauen kann. So, du kommst mit. Dich brauchen wir hier vorne. So. Und Feuer machen. Und jetzt? Was ist jetzt passiert? Irgendwie ist gar nichts passiert. Kann das sein? Sieht nicht so aus, als wäre hier irgendwas passiert. Die könnte man höchstens wieder mitnehmen, ne? Wo wir die mitnehmen? Vielleicht brauchen wir die ja noch. Aber wahrscheinlich nicht. Nee. Wozu mussten wir die da denn jetzt hinstellen? Das verstehe ich nicht. Aber die haben wir doch aktiviert. Ist doch Feuer. Ja, Feuer ist richtig. Hä? Ja, dann mal hoch. Nehmen wir die denn jetzt mit? Sieht so aus, ne? Okay. Wurde die vielleicht aktiviert? Ich habe es nicht richtig mitbekommen. Damit wir hier irgendwo noch in einen anderen Raum wahrscheinlich können, ne? Oh, wollen wir mal schauen, ey. Hier, auf der Seite vielleicht irgendwo. Mal schauen. Leg den erstmal ab. Truhe und ein bisschen Galeonen, schön. Aber ansonsten ist hier nichts. Doch, hier ist auch noch was. Kann ich nicht tragen. Du sollst ja auch das Geld nehmen. Nee. Nee. Nein. Dann nehmen wir das mit. Der Niffler, ey. Die Nifflerspur wieder. Cool. Ich gehe mal davon aus, dass wir das Ding überhaupt nicht brauchen, oder? Ich habe echt keinen Plan. Hier lacht doch noch irgendwas. Ach so, das war ein Nebenraum. Schätze, die Spur dieses Nifflers ist nicht zu übersehen. Sind die eigentlich alle an hier? Nee. Die müssen wahrscheinlich auch noch alle an, wa? Jetzt sind sie alle an. Hä? Hat sich aber auch nichts getan. Das muss ich mir später nochmal angucken, ey. Dam, dam, bam! Ah, also doch dafür. Also doch, dann brauchen wir das doch. Sehr schön. Moment, hier liegt noch was. Hier liegt noch was. Geld, Geld, Geld. Wo ist es jetzt? Da ist es. So, dich brauchen wir. Und zwar... hierfür. So, und jetzt schnell durch. Sehr schön. So, was haben wir denn hier Feines? Da liegt noch was. Das brauchen wir nicht. Da hinten ist eine Truhe. Okay, hier sind auch noch Sachen. Hier liegt noch was. Okay, das war's. Das ist alles blau. Dann mal einmal vorsichtig schauen. Ach so, die, Moment, die sind ja an. Upala. Huch.
Ordnung, Aschwenderinnen. Ja, natürlich noch mehr. Was denkst du denn? So, wollen wir die hier mal ausprobieren. Erstmal den Ei. Na? Wo sind wir jetzt? Da ist noch was versteckt. Eine Truhe, wie schön. Das war's hier drin. Ist sie da hingelaufen, wo ich reingegangen bin? Oh oh, die wartet da draußen jetzt auf mich, ne? Das war aber nur die Truhe, ne? Voll schön gemacht, ey. Richtig, richtig cool. So, und jetzt Achtung. Ach so, ja, dann machen wir das halt hier mit. So vielleicht? Ich hab's noch nicht so ganz raus, ey. Aber eigentlich ist das ja mit der Farbe, die da unten auch angezeigt wird. Ein Huhn? Wie cool, ein Huhn. Und das ist wahrscheinlich genau der gleiche Raum, ne? Daneben hat man ja auch gerade was gesehen. Ja, ist genau der gleiche Raum. Okay. Oder ist hier jetzt irgendwie was anders, weil ich auf der anderen Plattform hier reingegangen bin. Kann man die auch kaputt machen? Nee. Doch. Naja, ein bisschen. Aber schön gemacht. Oh, Achtung. Da vorne steht einer. Der hätte sich da mal doch nicht hingestellt, ne? Und das war's. Da können wir noch nicht einsetzen, so, aber jetzt. Vor wegen Expulso, ey. Was hat der? Der hat gelb. Ah, getroffen. So ein Mist. So, bei der machen wir gleich die alte Magie, würde ich sagen. Können wir wieder nicht einsetzen. Das können wir aber einsetzen. Und tschüss. Wie überlebe ich nicht? Wo sind sie denn schon wieder? Da oben, ey. Wie gemein. Greifen die uns schon an, ja. Können wir irgendwas werfen? Das können wir werfen. Oh, voll daneben, ey. Wo ist denn der andere? Hier ist er. Hat sich versteckt. Hier ist doch noch irgendwas. Wo ist er denn? Da ist er. Muss ihn erstmal sehen, ey. Und weg. So, können wir noch einen Trank nehmen? Dann können wir den hier ausweichen. Hier war doch irgendwo einer. Wo ist er denn? Da oben. Komm mal runter da, ey. Ah, voll da hingezogen. Habt ihr das gesehen? Oh, das tat bestimmt weh, ey. Autsch. Wie schön das gemacht ist. Wieder da? Ach, hier müssen die hin. So. Das können wir noch mitnehmen. Das nicht, da sind wir voll. Wo ist es? So, jetzt aber. Komm mal runter da. So, jetzt haben wir sie. Können wir noch irgendwas gegen die schmeißen? Haben wir da nicht noch irgendwas? Ach so, die war schon weg. Oh. Okay. Die Frage ist, wo müssen wir denn jetzt hin? Wir müssen irgendwo hoch. Wie wäre es denn mit der Treppe hier? Treppe hoch ist gut. Ach, da drüben. Voll gegen die Säule, ne? Ja, das war jetzt, glaube ich, ein bisschen überflüssig, aber... Jetzt kann ich mich auf Rococo konzentrieren. Tja. Moment. Geht das nicht? Nee. Da müssen wir irgendwie anders hoch. Aber wie denn? Wie kommen wir denn dahin? Da wird's angezeigt. Da kommen wir aber nicht lang. Hier irgendwas kaputt machen? Auch nicht. Hier muss es doch irgendeinen Weg nach oben geben. Die sind da ja auch hingekommen. Können wir hier fliegen? Nee. Okay. Hätte mich jetzt auch gewundert. Ich weiß gerade nicht weiter. Also hier sind zwei. Ja, das sehe ich ja. Die Frage ist nur, wie komme ich da hin?
Hier aufbomben vielleicht. Nee? Nee, halt, Moment, wo war er da vielleicht? Auch nicht. Voll in die Wand rein, ey. Ist ja cool gemacht. Ach, jetzt. Und? So, jetzt. Den haben wir schon mal. Dann packen wir den hier schon mal drauf. Das wäre der hier. Und das ist... Levioso ist das. So, der ist schon mal richtig. Und wo kriegen wir jetzt den Feuer... den Feuerelementstein hier? Ich sehe aber auch irgendwie gar keinen. Den können wir nicht einsammeln. Wo ist denn der Feuerelementstein? Da hinten ist er. Wie kommen wir da denn hin, ey? Ich will da hin. Oh, hier! Ach nee, so einfach wäre es gewesen. Gut. So, was haben wir denn hier? Musikalische Karte. Ah, da haben wir unsere Noten. Wie schön. Was cool. Eine Schatzkarte? Gelöst von der Glocke. Cool, dann kommen wir ja gleich zurück und das Rätsel lösen. Und die nur noch raussuchen, welche Glocke wie läutet. Aha. Gut, perfekt. Hier ist dann einfach der Ausgang. Da ist nichts weiter, keine Gegner mehr. Und wo ist jetzt der Stein? Den hier brauchen wir. So, geh mal weg, ich brauch den hier. Yay, wir haben den Stein. Wir haben das Rätsel gelöst. Ah ja, eigentlich war das ja auch gar nicht so schwer. Und das mit der Wand hier war auch richtig. Nur halt andersrum, ne? Na, nun geh mal weiter. Du musst hier unten hin. Und zwar hier auf die rechte Seite. Und dann geht die Wand wahrscheinlich auf, ne? Ja, hier sind Tür. Schön. Und das auch noch. Und das auch noch. Und hier auch noch. Und hier noch. Boah. In die Finger kriege. Die Finger kriege vor allen Dingen. Ist das cool. Ach so, Moment. Stimmt. Da brauchen wir ja wieder unser Schnappsack. Wo ist er hin? Der hat sich hier versteckt gerade, ne? Wo ist er denn hin? Ich krieg dich doch sowieso. Da ist er doch. Hier ist er. Und eins. Und zwei. Und drei. Wir haben ihn. Rokoko, der Niffler. Der Unruhestifler. Sammeln. Schön, dann haben wir ja hier soweit alles. Hier, die große, große Truhe. Wollen wir mal schauen, was da drin ist. Und Gesicht, legendär. Schön, und da kommt man wieder raus. Okay, haben wir denn hier soweit alles eingesammelt jetzt? Sieht gut aus, ne? Sieht sehr gut aus. Hier drüben liegt ja auch noch Geld. Ja, das lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Irgendwo hier unten noch? Nee, nee. Okay. Was war das jetzt? War da noch eine Truhe? Nein. Da wollen wir mal raus. Wie schön, haben wir geschafft. Sind wir jetzt wieder am Eingang oder wo sind wir jetzt? Cool gemacht. Du gehörst hierhin. So viel Zeit muss sein. Ja, haben wir alles. Ach so, wir müssen noch... Nee, Karte geht hier drin nicht. Okay, wir müssen noch den Auftrag auswählen. Wir haben jetzt ja irgendwas anderes. Gelöst von der Glocke. Und zwar die Rettung von Rokoko. Da müssen wir nämlich hin. Los, 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 los. Ich will den zurückbringen. Kap am Herrenhaus. Diese diebischen Niffler, heftig. Aber so süß. Kann man ja irgendwie nicht böse sein, ey. Niedlich. So, dann schnell auf den Besen und bloß zurückbringen. Kehre zu Agnes Covey zurück. Das ist in der Richtung. Dann mal lossausen. Und bevor wir dahin sausen, will ich hier einmal durchsausen. Ist hier noch irgendwas? Eine Prüfung vielleicht? Oder irgendwas? Schon lange verlassen. Oder irgendwas anderes? Nee? Nee. Ein bisschen Geld ist hier. Hubala, was war das denn jetzt? Das kriegen wir schon wieder nicht. So, jetzt aber.
Da drüben liegt auch noch was. Hammer hart, ey. Also doch ein Drachen irgendwann reiten, oder was? Für das Drachentor. Ah, wie schön, Dodos. Ich meine natürlich Dirigols. So, schnell weg hier. Ich bin so laut wie ein Troll, ja, das stimmt. Das gebe ich auch gerne zu, ey. Und dafür so anmutig wie ein Testral? Kann man das so sagen? So, aber jetzt schnell zu Agnes. Los, los, los. Los, los, los. Die wird hoch erfreut sein. Hoch erfreut. Oh, ist das schön entspannt, ey. Schön, schön. So, gleich sind wir da. Gleich sind wir da. Und zum Landen ansetzen. Und fast perfekt. Ort wie aus dem Märchenbuch. Fast perfekt. Wir sind wieder zurück. Agnes Coffee. Miss Coffee, ich habe Ihren Niffler. Miss Coffee, ich habe Ihren Niffler. Du liebe Zeit, wirklich? Oh, danke schön. Das war sehr mutig. Ich wusste mir keinen Rat mehr. Wie geht es meinem Rococo? Kann ich ihn zurückhaben? Nö, den behalte ich selber für einen Preis. Ich behalte ihn, ernsthaft? Man kann die alle behalten? Nee, natürlich geben wir den zurück, ey. Er wird sich freuen, nach Hause zu kommen. Mit Sicherheit. Oh je, mein mutiger kleiner Entdecker, mein gefräßiges Kerlchen. Ich kann's kaum erwarten, ihn nach Hause zu bringen. Danke nochmal für die Hilfe. Von nun an führe ich Rococo an der Leine, wenn wir rausgehen. An der Leine? Ja, das wäre wohl besser, ne? Auftrag abgeschlossen, die Rettung von Rococo. Und wo ist er? Hier ist noch eine Katze. Miet. Ich habe ja gesagt Hauptquest, ne? Aber ich glaube, am Anfang vom nächsten Part gehen wir mal zu Imelda. Mau! Findet sie auch. Findet sie gut. Okay, also dann sehen wir uns bei Imelda das nächste Mal wieder. Tschüss!